Es wird die Gleichung für die Berechnung der Geschwindigkeit einer Kugel am Ende einer geneigten Ebene bei Vernachlässigung der Reibung hergeleitet. Eine Kugel befindet sich in der Höhe von 16 cm auf einer geneigten Ebene. Zur Energiebilanz. Im Zustand 1 besitzt die Kugel die potenzielle Energie E pot gleich m mal g mal h. Im Zustand 2 besitzt sie die Translationsenergie E trans gleich m halbe ve zum Quadrat und die Rotationsenergie E rot gleich j halbe Omega Quadrat. Omega ist die Winkelgeschwindigkeit und j das Trägheitsmoment der Kugel. Für die Ablaufhöhe 16 cm beträgt die Geschwindigkeit am Ende der geneigten Ebene der Kugel 1,50 Meter pro Sekunde. Die analoge Herleitung führt uns zur Geschwindigkeit eines Vollzylinders am Ende der geneigten Ebene. Die Endgeschwindigkeit der Kugel ist höher als die Endgeschwindigkeit eines Vollzylinders bei 10 Siebtel größer ist als 4 Drittel.